Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich war gestern auf dem Schießstand, ich hatte den Mantis X10 dabei und habe vergessen, die Kamera aufzubauen. Auch das kann mir mal passieren. Ich war hibbelig wie Sau, ich habe voll Bock auf Schießen gehabt, habe alles dabei gehabt und habe es nicht aufgebaut. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Ich habe mit dem Mantis X10 ein bisschen gespielt, insbesondere mit einer Funktion, die in dem X10 mit drin ist. Und zwar habe ich gestern mal den sogenannten Recoil Meter probiert. Wenn ich im dynamischen Schießen unterwegs bin und schnellere Serien schießen muss, dann ist eine elementare Thematik die Rückstoßkontrolle. Und der Rückstoßkontrolle konnte auch ich mir, auch wenn ich schon eine Zeit lang schieße, nicht wirklich 100% etwas vorstellen, weil es nirgendwo tatsächlich mal aufgeschlüsselt wird und erklärt wird. Das Mantis X10 ist aber in der Lage, den Rückstoß in 4 einzelne Segmente aufzubrechen und darzustellen. Und das habe ich mir gestern mal angeschaut, am Beispiel von 2 verschiedenen Pistolen. Einmal meine Glock 17 und einmal meine CZ P10F. Beides Full-Size-Waffen, in etwa gleich groß. Einziger Unterschied, Primärunterschied ist der Griff. Hier haben wir die beiden. Wir sehen, wir halten sie mal hier jetzt so grob nebeneinander. Ihr seht, die sind wirklich nahezu gleich groß. Ich war gerade mit meinem Hund draußen und habe mir überlegt, wie soll ich denn eigentlich diese komischen Begriffe, denn das ist wirklich ein Beschwerdepunkt, den ich über Mantis X habe. Ich finde es positiv, sehr, sehr gut, dass sie unterschiedliche Sprachen in der App realisiert haben. Aber wenn ich unterschiedliche Sprachen realisiere, dann sollte ich zumindest mal auch zusehen, dass die Übersetzung einigermaßen verständlich und schlüssig ist. Und die Begriffe, die hier gewählt wurden, sind in meinen Augen nicht wirklich selbsterklärend und nicht wirklich schlüssig. Das heißt, ich muss es mir tatsächlich ein ganz klein wenig aus den Fingern saugen, was diese einzelnen Begriffe zu bedeuten haben. Ich möchte euch diese einzelnen Begriffe jetzt versuchen, ich kann nicht 100% sagen, dass ich richtig liege, aber ich werde versuchen, sie euch ein bisschen näher zu bringen und zu visualisieren vor allem. Wir fangen mal damit an. Ich blende euch hier die erste Seite ein oder eine der Seiten, das ist die erste, in der die Begriffe zumindest mal nacheinander aufgezeigt werden und man so eine Grafik sieht. Ich werde jetzt nicht durch jeden einzelnen Schussverlauf gehen, sondern es geht um die durchschnittlichen Werte von hier 10 Schuss. Das waren 2 Magazine immer mit je 5 Schuss. Wir haben eine durchschnittliche Herstellungszeit von 0,34 Sekunden. So, jetzt haben wir schon mal das erste Problem. Wir haben auf der einen Seite oben rechts Erholzeit und unten bei durchschnittlich steht da Herstellungszeit. Das sind 2 unterschiedliche Begriffe, wo ich sagen muss, ey Leute, könnt ihr wenigstens mal bei einem Begriff bleiben? Also, wie gesagt, ist ein bisschen unglücklich. Was ist aber mit dieser Erholzeit, Herstellungszeit gemeint? Wenn ich jetzt mit der Pistole im Anschlag bin, ich löse den Schuss aus, die Waffe bekommt seinen Muzzle Flip und kommt wieder runter. Das ist die Herstellungszeit, die Erholzeit. Das heißt, die Zeit vom Brechen des Schusses, die ich benötige, um die Waffe wieder direkt ins Ziel zu bringen und den nächsten Schuss platzieren zu können. Diese Zeit wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst und ich sehe das immer wieder, insbesondere, nicht negativ gemeint, es ist einfach ein anderes Schießen, bei DSB-Schützen, die die Waffe aufgrund der längeren Zeit, die sie haben, lockerer halten. Und halte ich die Waffe locker, neigt die Mündung dazu, höher zu springen und dann brauche ich natürlich entsprechend länger, um wieder zurück ins Ziel zu kommen. Je fester ich die Waffe halte, desto mehr ich die Handgelenke verriegel, desto weniger flippig und desto schneller bin ich wieder im Ziel. Eigentlich recht einleuchtend. Die zweite Zahl ist in dem Moment die Mündungssteigung. Das ist eigentlich recht selbsterklärend. Mündungssteigung gleich Muzzle Flip. So, und damit gehen wir in die senkrechte Neigung. Wir haben hier einen durchschnittlichen Wert von 9,76 Grad. Mündungssteigung über alle 10 Schüsse hinweg. Ich habe jetzt mal hier einen kleinen eine Winkellehre mitgebracht und dann haben wir hier die Horizontale und hier die Steigung. Die ist jetzt eingestellt auf 10 Grad. So, und das ist jetzt ungefähr die Steigung,
die eine Mündung letzten Endes zurücklegt, in diesem Moment bei mir durchschnittlich, das sind diese knapp 10 Grad, 9, Batsch Grad, die Mündung nach oben geht. Ich hatte jetzt hier bei dem letzten Schuss 16,82 Grad. So, das heißt, wir gehen jetzt mal hier ein ganz klein wenig über die 15 Grad. Und dann sehen wir schon, dass das bedeutend mehr ist, die Mündung nach oben geht und dementsprechend länger braucht, wieder runterzukommen. Und das ist ein durchaus sehr interessanter Wert, wie ich finde, weil es zeigt, wie gut man tatsächlich den Rückstoß kontrollieren kann. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert mit dem nächsten Begriff, die Rückstoßbreite, beziehungsweise unten steht dann Rückstoßlänge. Und dieser Wert wird ebenfalls in Grad angezeigt. Ich muss, wie gesagt, ich weiß nicht, was dieser Begriff tatsächlich darstellen soll. 4,6 Grad, im Durchschnitt 3,67 Grad. Ich muss passen. Und ich habe bislang auch keine Tabelle gefunden, wo ich mal diese Begriffe tatsächlich aufgelöst bekomme. Ja, ist ein bisschen unglücklich, aber okay, müssen wir mit leben im Moment. So, dann haben wir den Rückstoßwinkel. Und das ist ein zweiter sehr interessanter Winkel. Hier gehen wir in den Negativbereich rein. Und zwar haben wir hier einen durchschnittlichen Rückstoßwinkel von 3,44 Grad. Der Rückstoßwinkel jetzt beim letzten Schuss lag bei minus 11,97 Grad. Das kann jetzt unterschiedliche Gründe haben. Zum Beispiel, dass die Waffe leer ist, letzter Schuss. Schlitten bleibt hinten, ist vielleicht ein anderes Verhalten, anderer Winkel. Aber wir sprechen hier über diesen Winkel. Jeder, der schon mal einarmig geschossen hat, der wird das kennen. Und zwar, du schießt einarmig, ich muss es leider auf euch richten, und dann was macht die Waffe? Sie kippt so ein bisschen immer nach links oben weg. Bei den Linkshändern dürfte es genau umgekehrt sein. Und das ist dieser Rückstoßwinkel. Das heißt, die Waffe kippt in diese Richtung weg. Und je nachdem, wie stark ich die Waffe halte, kann ich das natürlich auch beeinflussen. Je nachdem, wie gut und wie eng mein Griff ist, wie gut ich tatsächlich im Ziel bin, ist das dann teilweise wirklich minimal. Das heißt, wir gehen hoch und wir gehen ein bisschen links beim Rückstoß. Und darum geht es letzten Endes. Diese Rückstoßanalyse ist in meinen Augen eine hochinteressante Thematik. Ich werde euch jetzt hier im Nachgang einfach mal nebeneinander die einzelnen Werte zwischen CZP10F auf der linken Seite und das genau dazugehörende Glock-Ergebnis auf der rechten Seite vom Bild einfach mal jetzt stumpfelmäßig präsentieren, damit ihr das einfach mal gesehen habt, wo auch die Unterschiede sind. Woran kann es jetzt liegen, dass zwischen CZP10 und der Glock unterschiedliche Werte sind? Ich meine, die Waffe ist gleich groß. Wir haben ein vergleichbares Abzugssystem etc. Also es sind eigentlich, ich sag's mal relativ plump, identische Waffen. Aber für mich persönlich, und das ist für mich das Ausschlaggebende daran, gibt es einen ganz eminenten Unterschied. Der Griff. Nehme ich eine Glock in die Hand, nachdem ich eine P10 in der Hand hatte, fühlt sich die Glock, ohne Witz jetzt und nicht negativ gemeint, aber sie fühlt sich an wie ein Backstein. Muss man ganz ehrlich sagen, es ist ein kantiger, globiger Griff. Nehme ich die P10 in die Hand, es ist ergonomischer, es ist runder, es fühlt sich in der Hand schlicht und ergreifend angenehmer und besser an. Die Abstände, Griffrücken zum Abzug etc. sind alles maßgebliche Faktoren, die sich auf die Grifftechnik auswirken und damit unweigerlich auch
die Rückstoßkontrolle beeinflussen. Ich persönlich finde diese Idee mit der Rückstoßberechnung, dieses Visualisieren des Rückstoßes, finde ich eine hochinteressante Thematik. Und ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen. Und Mantis ist dabei, weitere Funktionen in das X10 Elite mit aufzunehmen. Wie zum Beispiel Flinte. Das X7 von Mantis X ist ja ein reines Flintengerät. Das X10 beinhaltet die Funktion aller Mantis X-Systeme. Und das macht es eigentlich wieder sehr, sehr interessant. Es soll Ende des Jahres soll eine Funktion geben mit einer neuen App, zum Beispiel Archery, Bogen- und Armbrustschießen. Wird bestimmt auch eine richtig coole Geschichte und da muss ich mir noch überlegen, wo ich das mache. Aber das wird auf jeden Fall auch Thema sein. Bezugsquelle, wie gehabt, für das Mantis X, falls ihr euch dafür interessiert, mantisx.de oder in der Shooters Corner in Butzbach. In diesem Sinn, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.